Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kautschus, zu einer neuen Folge Fußballfreitag. Ja, letzte Woche ist ausgefallen. Da hatte ich irgendwie so gar kein Thema und hatte es Donnerstag tatsächlich auch vergessen, weil ich irgendwie kein Thema im Kopf hatte. Und ja, heute kommt die Folge ein bisschen später, aber heute kommt sie. Bevor wir anfangen, heute mal wieder United Colors of Frankfurt. Ich weiß gar nicht, vielleicht hätte ich das vor 2 Wochen auch schon an. Es ist auf jeden Fall frisch gewaschen. Thema heute soll mal der Fall, oder Fall klingt immer so tragisch, aber soll Hinteregger sein. Wer es nicht mitbekommen hat, für den fasse ich das mal kurz zusammen. Hinteregger ist Spieler von Augsburg, war zur letzten Rückrunde an Frankfurt ausgeliehen, hat in Frankfurt eine super Serie gespielt, also eine super Rückserie gespielt, ist da zum Fanliebling geworden. Es wurde ihm unter anderem ein Lied gewidmet von den Fans, die Hinti Army. Wer das mal sich angucken will, gerne mal nach googeln. Beziehungsweise sollte es auf YouTube geben. Also die Hinti Army. Und ist unter anderem beim Ausscheiden in der Euroleague, also im Elfmeterschießen gegen, war es Arsenal? Nee, es war nicht Arsenal, es war Chelsea. Ja, von den Fans dann doch sehr herzlich getröstet worden, nachdem er einen der entscheidenden Elfmeter verschossen hatte. Und so ist Hinteregger zum einen den Frankfurtern ans Herz gewachsen, aber Hinteregger ist auch Frankfurt ans Herz gewachsen. Also das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, was ist jetzt der Fall? Er war halt nur für die Rückrunde ausgeliehen und ist jetzt wieder in Augsburg. In Augsburg gibt es quasi zwei Probleme. Zum einen, er möchte nach Frankfurt. Zum anderen, er ist damals nicht ganz im Reinen von Augsburg weg zu dieser Rückrunde. Er hatte sich unter anderem, oder was heißt unter anderem, er hatte sich hauptsächlich mit dem Trainer angelegt. Er war mit dem Trainer nicht ganz zufrieden und hatte das öffentlich geäußert, woraufhin man ihn dann auch von der Chefetage freigestellt hat. Und ja, der zweite Punkt hatte ich ja eben schon. Er möchte halt zu Frankfurt. Was ist bis jetzt passiert? Angeblich fordert Augsburg 15 Millionen. Frankfurt ist bereit, 10 Millionen zu zahlen. Und da wird man sich aktuell noch nicht einig. Hinteregger möchte allerdings unbedingt. Jetzt gab es zwischendurch schon Aktionen im Internet mit dem Hashtag FreeHinti, den die Frankfurter Fans ins Leben gerufen haben. Er kam so ein bisschen gemischt an. Ich fand ihn eigentlich relativ lustig. Denn eins muss man ihm eigentlich zugutehalten, dem Hinteregger. Er trainiert normal mit. Er hatte sich leider in der Sommerpause, ich weiß gar nicht, irgendein Turnier war, beziehungsweise ich glaube, irgendein Länderspiel war, glaube ich, noch Quali-Spiele. Dabei hatte er sich eine Rippe gebrochen. Aber grundsätzlich lässt er sich nicht einfach irgendwie gehen, sondern er macht halt mit. Er macht seine Reha, er ist eigentlich jetzt auch für das Trainingslager eingeplant und soll da angeblich mitfahren. Also es ist nicht so, dass er sich da komplett rausstreiken möchte oder sich rausstreikt, wie das so manch anderer Profi macht, über den wir ja in diesem Format auch schon gesprochen haben. Momentan sind die Media Days. Media Days macht die Bundes Bundesliga. Und da entsteht dann zum Beispiel das Mannschaftsfoto, das dann in irgendwelchen Heften gedruckt wird, das dann gezeigt wird. Da entstehen Fotos mit den Spielern selbst, die dann zu irgendwelchen Anlässen immer mal wieder gezeigt werden können. Und diesen Mediatag hat Hinteregger laut Zeitungsinformationen geschwänzt. Also er war definitiv nicht da. Und da sagen zumindest die Medien, er hätte das bewusst gemacht, also nicht so, wäre entschuldigt, er hätte irgendwelche Arzttermine aufgrund seiner Rippe noch oder aufgrund der Reha. Auf jeden Fall soll er das bewusst gemacht haben. Und das wundert mich jetzt einfach so ein bisschen, weil was man bis jetzt gehört hat, war er sehr professionell, hat immer wieder seinen Wechselwunsch geäußert und macht da auch keinen Hehl drum. Und das finde ich erstmal ist nichts Schlimmes, wenn man das macht, solange man sich nicht rausstreikt. Jetzt ist natürlich ein Unterschied, ob ich nicht zum Training erscheine oder ob ich nicht zum Mediatag erscheine. Denn
Man kann ja irgendwo vermutlich schon davon ausgehen, dass man sich einigt und dann ist er irgendwann im Nachhinein die ganze Zeit in irgendwelchen im Augsburg-Trikot zu sehen, wo er einfach nicht mehr sein möchte. Trotz allem, sollte es stimmen, fände ich es irgendwo schade, weil, ich habe es eben ja schon mal gesagt, er verhält sich eigentlich professionell, er lässt sich nicht zu Schulden kommen, außer, das legen ihm natürlich auch manche zur Last, dass er sich nicht zu Augsburg bekennt, sondern dass er sagt, er möchte eben nach Frankfurt. Jetzt ist es nun mal so, er hat Vertrag bis 2021 und wenn Augsburg ihn nicht gehen lässt, dann muss er da bleiben. Dann hat er da keinerlei Möglichkeiten, irgendwie aus dem Vertrag rauszukommen. Gut, grundsätzlich könnte er sich vielleicht auch selbst rauskaufen, aber Hinteregger ist jetzt nicht der Spieler, der ja, seine 20, 30, 40 Millionen im Jahr macht durch Werbedeals und Gehalt. Er wird immer noch genug verdienen, aber sich einfach mal für 15 Millionen aus dem Vertrag rauszukaufen, wird wahrscheinlich einfach eine andere Hausnummer sein. Zwischendurch gab es dann mal noch das Gerücht, dass er mit einem Frankfurt-Rucksack zum Training gekommen ist, denn er ist mit einem Rucksack zum Training gekommen, auf dem ein Adler zu sehen war. Und da sind die Medien dann natürlich auch direkt drauf aufgesprungen und haben, hey, er ist im Eintracht-Rucksack gekommen, das kann man doch nicht machen. Zum einen hätte ich es super lustig gefunden. Es wäre auch wieder grundsätzlich nichts Verbotenes gewesen. Es wäre einfach nur ein Zeichen dafür gewesen, hey, mir ist dieser Verein Eintracht Frankfurt so ans Herzen gewachsen, dass ich davon jetzt auch einfach Fan bin und warum sollte ich dann nicht Fanutensilien tragen? Ist natürlich so ein bisschen problematisch, wenn ich damit zu einem anderen Bundesliga-Verein zum Training gehe. Aber das war ja gar nicht der Fall. Der Fall war, dass er einfach mit dem Österreich-Rucksack hingekommen ist, die nun mal auch einen Adler haben. Und ich weiß nicht, ob es da dann einen sehr Sehbehinderten, also jemanden mit einer schlechten, ja, mit einer schlechten Sicht, mit schlechten Augen, das geguckt hat und gesagt, oh, da ist ein Adler. Ja, das muss Eintracht-Adler sein. Oder ob das tatsächlich bewusst gestreut worden ist oder ob es einfach wirklich jemand nicht erkannt hat, also es einfach falsch erkannt hat. Ich weiß es nicht. Ich fand die Aktion witzig. Vielleicht würde ich es anders sehen, wenn das bei Frankfurt der Fall wäre. Aber wenn man merkt, und das ist ja nun mal wirklich offensichtlich, häufig geht es ja im Fußball einfach nur um Geld. Da will man sich dann rausklagen oder von mir aus noch um Erfolge. Also hauptsächlich um Geld, bei manchen Spielern noch um Erfolge. Aber da geht es dann meistens ja nicht darum, dass man zu einem Verein wechseln möchte, weil man diesen Verein mag. Egal, ob das jetzt ein Dembélé war, der unbedingt irgendwie nach Barcelona wollte, der wollte halt dahin, weil er da Titel feiern konnte. Oder auch Neymar, der nach Paris ging. Da ging es meiner Meinung nach oder meiner Vermutung nach am ehesten ums Geld, weil, ja, ich glaube nicht, dass man von Barcelona nach Paris wechselt, weil man denkt, da hat man eine größere Chance auf Titel. Auch wenn Barcelona seit 5 Jahren keine Champions League gewonnen hat, die Chance, das in Paris zu machen, ist nicht unbedingt größer. Aber so ist es ja im Fall Hinteregger einfach ein bisschen anders. Ich habe es ja ganz am Anfang kurz beschrieben, wie es abgelaufen ist. Man ist sich einfach gegenseitig ans Herz gewachsen. Also sowohl Fans Hinteregger als auch Hinteregger den Fans, beziehungsweise Frankfurt und so weiter. Und so ist es hier einfach anders als bei den meisten Fällen, wo es eben ja nicht um wirklich ja um Leidenschaft geht, sage ich jetzt einfach mal. Und da ist jetzt die Sache, ist Hinteregger zum einen 15 Millionen wert? Und da sage ich mal, nein, ist er nicht. Da will Augsburg jetzt einfach mehr rausholen, als möglich ist, weil man weiß, okay, er will weg. Frankfurt möchte ihn, also bieten wir mehr. Dazu natürlich die hohen Einnahmen, die Frankfurt jetzt durch Jovic und Haller hatte, dass man sich da sagt, ja, die haben doch das Geld, also zahlen sie auch mehr. Und da muss man dann aber am Ende auch wieder wirtschaftlich denken. Frankfurt hat aktuell 7 Innenverteidiger, mehr oder weniger geeignet für die Bundesliga. Und da wäre es wirklich absolut schlimm, wenn man da jetzt auf einmal 15 Millionen für einen Innenverteidiger ausgibt. Egal wie gerne man ihn haben möchte und egal wie gerne er hinkommen möchte, der Preis ist halt einfach nicht gerechtfertigt. Muss man einfach so sagen. Er wird dazu zu keinem anderen Verein gehen, vermutlich. Am Ende vielleicht, wenn er sieht, okay, komm, ich will auf keinen Fall in Augsburg bleiben und mit Frankfurt klappt nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass ein anderer Verein bereit sein wird, 15 Millionen zu zahlen.
Und dazu muss man sagen, er wird vermutlich, egal wie es läuft, nie wieder in Augsburg spielen. Er wird in Augsburg bestimmt seine 1,5 bis 2 Millionen verdienen. Und wenn sie den 2 Jahre auf die Tribüne setzen, zahlen sie auch einfach mal 4 Millionen Gehalt. Und ja, da muss man dann halt einfach mal wirklich abwägen, wie viel Sinn es auch aus Augsburger Sicht macht, einfach eine absolut zu hohe Ablösesumme zu fordern. Nur, um dann am Ende vielleicht einen Spieler auf der Tribüne sitzen zu haben, der vielleicht irgendwann auch mal die Stimmung im Team senkt. Oder den man vielleicht am Ende sogar aus dem Mannschaftstraining verbannt. Finde ich so ein bisschen kritisch. Auf jeden Fall, ich finde grundsätzlich das Verhalten von Hinteregger richtig. Er äußert das, was er machen möchte. In dem Fall eben auch nicht einfach des Geldes wegen. Dann sage ich mir immer, ihr habt einen Vertrag unterschrieben. Da steht ein gewisses Gehalt drin. Das wird nicht schlecht sein. Und nur weil ihr jetzt nochmal 5 Millionen mehr verdienen wollt, obwohl ihr schon sehr viel verdient, muss ich mich jetzt rausstreiken. In dem Fall geht es eben nicht ums Geld. Ich weiß nicht immer, ob er in Frankfurt dasselbe verdient. Das ist auch egal. Da ging es auch in der ganzen Geschichte nie drüber. Habe ich nie was drüber gelesen. Aber ja, mich würde es freuen, wenn es klappt. Vielleicht legt Frankfurt nochmal 1 Million drauf. Vielleicht kommt Augsburg nochmal 3-4 Millionen entgegen. Ich denke, dann ist allen geholfen. Augsburg hat das Geld. Augsburg spart das Gehalt. Und beide Mannschaften haben im Zweifel zwei Spieler, die bei ihnen spielen möchten und die bei denen auch entsprechende Leistung bringen. Und trotz allem hoffe ich einfach, dass Hinteregger sich weiter professionell verhält. Den Medientag klammern wir mal so ein bisschen aus. Ich finde es auf der einen Seite nicht gut. Auf der anderen Seite sage ich, das habe ich ja schon erwähnt, es ist nur der Medientag. Das hat nichts mit Training, es hat nichts mit dem Sportlichen zu tun. Und da kann man dann zumindest mal ein Zeichen setzen, ohne direkt ja das Sportliche irgendwo hinten anzustellen. Das auf jeden Fall meine Worte dazu. Wenn ihr das selbst verfolgt habt, wenn ihr es mitbekommen habt, gerne mal eure Kommentare dazu unten reinschreiben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Die Bundesliga rückt näher. Wenn ich den nächsten Fußballfreitag aufnehme, ist entweder dann gerade das Euroleague-Spiel von Frankfurt, also die Qualifikation, oder es ist schon vorbei, oder es ist auf jeden Fall an dem Tag noch. Dem werden wir uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal irgendwie auch nochmal widmen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.